Du geh mal da hin. Töte den, der am nächsten dran ist. Genau, du. Wuff. Wuff, genau. Ist weg, haben wir schon mal einen Gegner weniger. Ein Problem zur Zeit. Du könntest flankiert werden. Dazu müssen die aber einen ganzen Ticken näher kommen. Was ist, wenn ich von hier aus jetzt eine Rakete schicke, zum Beispiel dahin? Obwohl, schaut, es blockt. Ja, obwohl sie sich nicht bewegt hat, 3, neue Scatter. Versuche ich trotzdem. Da ist nämlich noch einer weg und ein Sektuit hat Säureschaden bekommen. Also Säuresplatter. Und bei dir müsste ich jetzt eigentlich von Deckung zu Deckung huschen. Damit der Overwatch getriggert wird und er vorrücken kann zum Suppressen. Problem ist dabei allerdings, wenn ich jetzt da zu dem Baum dahin gehe. Hier war noch eine Truppe. Also eine dritte Truppe. Wir haben jetzt ja schon einen Trupp Thin Man und einen Trupp Cyberdisc, aber hier war noch eine dritte Truppe. Die will ich nicht triggern. Stattdessen tagge ich dich jetzt einfach. Das ist auch keine so gute Idee, habe ich das Gefühl. Ich könnte mit dir irgendwo hier die Stelle könnte ich auch aufdecken. Ich könnte mit Cookie in Halbdeckung sprinten. Durch das Sprinten wird der Overwatch ausgelöst. Und Cookie in halber Deckung sollte trotzdem überleben, weil die Disk hoffentlich suppressed wird. Dass da eine zweite Disk ist, ist doof. Weil die wird nicht suppressed. Das heißt, Cookie sprintet dahin. Kann da nichts machen. Die Disk wird suppressed und irgendjemand schmeißt hier eine riesig große Rauchgranate. Wenn die Disk schießt, überlebst du das. Du hast 12 HP. Hast mehr als die meisten. Ja, komm. Go, go, Power Cookie. Fuck. Das wurde nicht ausgelöst. Ja. Okay. Du. Ja, aber kleine Rauchgranate schmeißen, oder? Ne, nicht du. Du sollst keine Rauchgranate schmeißen. Du. Ich könnte ihn dazu bringen, eine Granate zu schmeißen. Dann kriegen die zwar alle 2-3 Schadenspunkte, das kann ich aber wegheilen. Und es wird keiner gewonnen. Nee, auch nicht. Du schmeißt aber eine Rauchgranate dahin. So. Dann hoffe ich, dass die Disk näher rankommt, um besser zu treffen. Und in der nächsten Runde können wir es suppressen. So, was machen wir mit den Thin Man hier hinten? Thin Man. Ich hoffe, die Disk kommt nicht so weit vor, dass sie hier komplett durchschießen könnte und den hier hinten flankieren. Also gehe ich mal hier hin. Und du gehst hier in Overwatch. Komm mal. So. Ich habe noch dich. Dich schicke ich in Overwatch. Ich habe dich. Dich kann ich zum Taggen nutzen. Ja, dann tag mal. Auch wenn das Taggen, glaube ich, nicht in unsere Runde übernommen wird. Hast du gerade dein Overwatch verloren? Nein. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Du Overwatch. Du ebenfalls Overwatch. Dann zeigt mal her, was ihr so Tolles macht. Du rückst auf und spuckst. Nee, suppressed. Das ist okay. Du kriegst einige Zwiebeln und stirbst hoffentlich. Jo, sehr schön. So, und wenn du jetzt läufst, kriegst du Schaden. Und wenn du schießen sollst, kriegst du nochmal Schaden und bist tuckt. Und der ist eh weg, weil der wird nächste Runde auch wieder weglaufen wollen. So, Disk. Eigentliches Problem. Disk macht komische Dinge und fliegt weg. Ja,
Hätte schon mal laufen können, würde ich sagen. Was macht Disk 2? Taucht die jetzt plötzlich auf? Oder ist die auch irgendwie... MIA? Die ist auch weg. Gut. Dann kümmere ich mich erstmal um die hier unten. Genau, du bist suppressed. Kannst du den da hinten irgendwie... Ja, geh mal dahin. Auch wenn er Deckung dann verliert. Das ist genauso viel. Mist. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, weil es näher dran ist und weil wir so ein kleines bisschen schräger sind, dass wir dann vielleicht bessere Trefferchance haben. Na gut. 2-1 Risiko. Voll daneben. Ja, das war negativ. Ich kann auch kein Run and Gun machen. Weil ich natürlich die Säure laufen. Ich müsste, wenn dann Run and Gun dahin. Das wird auch nichts. Run and Gun da machen und dann hoffen, dass ich ihn treffe. Schaffst du das, Radix? Da ist noch ein zweiter irgendwo, ne? Ich wollte vorsichtig sein. Du. Hilf da mal aus, indem du eine Schredderrakete schießt. Ich hab da was rot blinken sehen. Irgendwo erwische ich ihn. Da, 3,9. Bei dem kriege ich eventuell den Suppression raus. Nein, 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 nein. Ich bräuchte die Raketen lieber für die beiden Cyberdisks. Wer weiß, was da noch so alles drin ist. In dem UFO. Ja, versuch einfach so mit mehr als 51% den zu treffen und aus dem Suppression zu holen. Das war ein solider Treffer. Suppression ist raus. Suppression ist raus. Sehr gut. Dann darfst du jetzt 33%. Darfst du jetzt mal dahin gehen. Und von hier hast du 63%. Das machst du 2x 58, 48%. Ja. Komm. Komm, 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 komm. Sehr gut. Lebt da noch einer? Wie viele Leichen, wie viel grüne Wolken haben wir? 1, 2, 3, 4. Ich denke, der Sektoid. Die sind schon clever und garstig und fies, die kleinen Sektoiden, ha? Also es kann sein, dass er jetzt einmal Schaden genommen hat beim Weglaufen. Dann hat sich irgendwo hier hinten verkrümelt und einfach nur den Kopf unten gehalten. Dann könnte er noch leben mit einem HP. Also ich muss damit rechnen, von einem einer Sektoiden flankiert zu werden. Was haben wir im Norden? Im Norden haben wir die versteckten Cyberdisks. Das heißt, ich gehe hier. Du gehe hier in Orange. Ich hätte echt gerne volle Deckung für dich, aber da ist mir zu gefährlich. Nee, geh dahin. So, gehst auch hier in Overwatch. Ihr rückt auch mal auf. Damit, wenn eine der Disks auftaucht im Schussbereich, dass dann gleich alle sich entsprechend positionieren können. Und den auch in einer Runde runterschießen. Ich glaube, das war's. Gut. Alt. Na. Ah. Kuckuck. Oh. Zack. Ja. Warum kann ich so weit gucken? So, damit hast du jetzt keine Munition mehr. Kommst du bis dahin? Nein. Also du darfst erstmal von da nach da hauschen. Jo. Daneben. 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 Richtig. So. Dann bist du mal so frei und lädst nach. Dann
darfst du nach hier hinten sprinten. Das ist auch noch ein Schuss. Du bist ein Medic. Hast keine Rauchgranate mehr. Du könntest suppressen. Allerdings nur den. Oder ich gehe hoch und versuche den zu suppressen. Aber ich denke, das wird hier immer noch im Weg sein. Und Mr. Macho hat keinen Double Tap. Das ist auch nicht gut. Geh dahin. Ja, ich kann nicht den riesigen Roboter sehen. Weißt du, schießt bitte auf den und tötest ihn. Tötest ihn. Zack. Schlägst ihn an. In Ordnung. Du musst schreddern. Das ist mir da viel zu nah dran. Geh hier hin. Ich hab doch immer noch zwei Cyberdisks, ne? Das ist echt krank. So, du schieß auf den Roboter. 3 HP. Du bist viel zu weit weg. Gehst nur eine halbe Runde und lädst nach, damit du nächste Runde wenigstens auf irgendwas schießen könntest. Packen wir es an. Du bist sehr gut motiviert dafür, dass wir gegen einen Mektoiden, 2 Discs und 4 Mutons gleichzeitig kämpfen müssen. So eine Command-Fähigkeit einsetzen. Auf wen? Da ist der Heavy. Der Command-Fähigkeit auf den Heavy würde sich fast lohnen, ne? Könnt ihr einen Muton zu Ende machen? Kommst du an den ran? Ja. Der müsste sogar getaggt sein. Hier, 80% mein Tod. Sehr schön. Also ein Mektoiden, 2 Cyberdiscs und 3 Mutons. Du kommst auf 32%. Watch. Nee, Steady Weapon. So. Halbe Deckung. Oh, Glück gehabt. Echt? Glück gehabt. Das war nur halbe Deckung. Ich müsste zwar einen Höhenbonus haben, aber trotzdem war das nicht sicher. Dich kriege ich weggesprengt. Das sollte passen. Okay. Ich brauche eine Cookie. Kann ich von hier... Oh, wow, oh, das sieht schön aus. Sah schön aus. Da, den nehme ich. Es geht mir primär um den Roboter. Irgendwas da hinten wurde geschreddert. Das könnte ein Cyberdisk gewesen sein. Du bist suppressed. Du könntest hier was machen. Zwar könntest du da die Deckung wegsprengen und oder ihn aus dem Suppression werfen. Allerdings hätte ich vorher einmal schießen können. Das war ein Fehler von mir. So, Suppression ist weg. Bei dir? Ne, du bist suppressed. Bei dir? Ja, bei dir ist es weg. Könntest also den da taggen. Dank Shredder geht richtig gut Schaden. Oh, was war das? Warum hast du da gespottet? Ich höre Floater. Ich hab geschossen. Das ist einfach nur unfair. Jo, die flankieren jetzt alles. Dahin und schießt einen von denen runter. Weh, das wird nichts. Das Spiel schuldet mir echt was. Das ist ein Arschmove. Danke.
Also wenn ich jetzt gute Soldaten verliere wegen so einem Mist, ne, dann kann ich nichts machen. Aber ich bin dann angefressen.